Hört mal, Jungs, was sagt ihr zum Spiel gegen Serbien? Schade. Einfach nur schade. So viele Chancen, kein Tor für uns. Traurig? Ja. Lässt du dir die Haare schneiden jetzt? Nein. Nein. Was sagst du dazu? Ja, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein Spiel und dann kann man das rausreißen. Du glaubst ja noch ein Spiel. Können wir das schaffen? Natürlich. Gegen Ghana schaffen wir. Natürlich. Was glaubt ihr, erreichen wir die nächste Runde? Wir erreichen auf jeden Fall die nächste Runde. Ich glaube auch, dass wir heute einfach viel zu passiv waren in der zweiten Halbzeit. Ich meine, der Bundestrainer hat zwar viel investiert, aber die Spieler haben einfach nicht das umgesetzt, was er haben wollte. Und deswegen haben wir Serbien auch nicht geschlagen. Glaubst du, wer war der beste Spieler von uns? Ja, gute Frage. Poldi war der Beste. Obwohl er verschossen hat. Egal, der hat gearbeitet. Warum liebt ihr den Poldi so? Ich sag mal, wir lieben ihn nicht, aber ich denke einfach, dass er heute doch noch am besten war von allen. Ist das nicht so, dass er der vier wunderbare Chancen gehabt hat und verschossen hat und dass der Bundestrainer hätte reinrufen müssen, pass auf, Poldi, jetzt hast du vier verschossen, lass den Schweinsteiger schießen. Wäre das vielleicht die richtige Entscheidung gewesen? Ja, ich denke schon, aber ja gut, er hat halt die Entscheidung getroffen und ist so. Kann man nicht ändern. Ich finde das so toll, dass seit 2006 wir alle mit Fahnen und bemalt rumlaufen. Das war ja vorher in Deutschland so richtig verpönt und die jungen Leute heutzutage, die rennen so rum. Ich finde das großartig. Ich habe 10 Jahre in Amerika gelebt und wie stehst du dazu? Ja, das ist geil. So zeigt man ja, dass man zu seinem Land steht, dass man Bock auf Fußball hat und dass man dann auch richtig seine Mannschaft nach vorne pushen möchte. Wie seht ihr die nächsten Chancen gegen Ghana? Realistisch? Wenn der Kevin Prinz Boateng nicht spielt, kommen auch alle Heile aus dem Spiel wieder. Aber ansonsten, Ghana ist eine Mannschaft, die man auf jeden Fall schlagen kann. Gegen Serbien haben sie nicht so überragend gespielt, dass man das jetzt nicht schaffen kann. Also Ghana ist auf jeden Fall ein Gegner, der machbar ist, um halt damit wir weiterkommen. Glaubt ihr zum Beispiel, dass wir gegen Ghana souverän gewinnen oder dass wir gerade mal mit Glück 1-0 oder 2-1 gewinnen? Man hat ja heute gesehen, das ist eine viel, viel bessere Mannschaft. Also wenn sie so gegen wie Australien spielen, souverän, dann gewinnen sie auch mit 2-3-0, denke ich mal. Aber so wie heute, dann wird es, denke ich, doch eine knappe Sache. Müsste er nicht zum Beispiel den Bart Stober, der ja wirklich sehr, 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 sehr schwach gespielt hat, auswechseln und vielleicht den Dennis Aogo vom Hamburger SV bringen über die linke Seite? Wie denkst du darüber? Also ich denke, man könnte ihm eine Chance geben. Also Bart Stober war ja nicht heute, also nicht der Überzeugendste. Also warum nicht im Spiel gegen Ghana? Obwohl, gegen Ghana müsste man jetzt nochmal alle Kräfte mobilisieren, weil es geht ja ums Weiterkommen. Ist das nicht so, dass man nach einer Euphorie-Stimmung, wir waren ja schon fast Weltmeister nach dem 4-0 gegen Australien. Ich persönlich auch. Ich bin hier rumgelaufen, ganz verrückt, obwohl ich jetzt einen amerikanischen Schal trage. Aber das hat ja mit meinem Background zu tun. 10 Jahre Chicago habe ich gespielt und wie gesagt 3 Jahre in Berlin. Glaubst du, dass diese Euphorie, dass die gedämmt worden ist und dass das eigentlich ganz positiv ist? Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt gedämpft wurde. Also klar war es ein Schock für uns, dass wir jetzt gegen Serbien, obwohl wir irgendwo dann am Ende noch gekämpft haben, verloren haben. Aber ob es richtig gedämpft wurde, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es jetzt was gebracht hat, dass sie jetzt wirklich nochmal sehen, dass sie was machen müssen und ja, dass wir auf jeden Fall weiterkommen. Seid ihr weiterhin positiv? Wie denkst du darüber? Ja, bist du positiv? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das erste Spiel, das hat schon gezeigt, dass etwas möglich ist. Und wenn die Mannschaft sich zusammennimmt, dann geht da auch mehr. Also ich denke, das wird schon was. Was für ein Sternzeichen bist du? Jungfrau. Jungfrau sind ja ordentlich, so wie meine Tochter. Richtig. Du denkst das genauso. Richtig. Ich möchte jetzt deinen Tipp hören gegen Ghana. 2-1. Es ist wirklich wunderbar hier vor dem Reichstag. Da sind alles Leute, die Ahnung haben vom Fußball. Und wir sehen uns demnächst. Dankeschön. Gerne. Dankeschön.